muss man im Gebet die Suren nach der Reihenfolge des Korans rezitieren. Barakallahu fikum, sagt manche Gelehrten sagen, man sollte die Suren des Korans hintereinander oder in Reihenfolge rezitieren, wenn man betet. Aber richtig ist, Wallahu ta'ala ala alam, man muss das nicht. Die Reihenfolge ist nicht Pflicht bei Lesung des Korans oder im Gebet. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Nacht gebetet hat. Er hat Al-Fatiha und dann Al-Baqarah gelesen und danach hat er An-Nisa und dann Ali Imran. Und deshalb haben einige damit, sie sagen, okay, er hat nach der Reihenfolge gebetet. Die haben gesagt, die Reihenfolge des Korans wäre Al-Fatiha, Al-Baqarah, An-Nisa, dann Ali Imran. Aber was bekannt ist, das ist Al-Fatiha, Al-Baqarah, Ali Imran, dann An-Nisa. Deshalb, barakallahu fikum, die Reihenfolge ist nicht Pflicht. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam.